Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 16, glaube ich. Ja, 16 ist es, von Transport Fieber 2. Ja, wir haben letztes Mal hier reingeguckt auf diese Straßenfahrzeuge hier, die, obwohl der ist jetzt mit 4 und belegt. Achso, das war aber auch hier eine von diesen hier, der müsste 3 haben eigentlich. Ja, genau so ist es. Die laufen gerade nicht so doll. Da müssen wir gucken, dass wir da was noch irgendwie verbessern. Ich weiß aber noch nicht genau was. Vielleicht noch eine zweite Haltestelle in der Stadt machen, die da angefahren wird. Ich weiß nicht, müssen wir gucken. Aber eigentlich sollten die ja von da nach da fahren und dann weiter transportiert werden. Müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken, ne? Also das, was wir hier bei der Linie machen könnten, wäre hier noch eine zweite Bushaltestelle machen, aber eigentlich sieht das alles abgedeckt aus, ne? Dieses Städtchen ist halt ziemlich klein, ne? Okay, da stehen jetzt auch 6 und 2 Leute, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Linie 9 fängt natürlich hier an und hier wird ausgetauscht. Ja, da ist sogar 7 sind jetzt da. Aber das sind jetzt hier so private Kutschen, ne, oder? Ja, ne, hier, es muss irgendwo Krach sein. Da muss einer. Ne? Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Das war jetzt unser. Oh, 13.000 hat er gebracht. Vom Geld her war das jetzt gerade gut, ne? Der hat jetzt auch die 5 geholt, ne? Okay. Also die Linie 8 müssen wir mal angucken, oder? Also das machen wir hier unten besser. Die Linie 8 fährt natürlich auch ein bisschen Geld ein, ne? Die Linie 2 ist schlecht. Da ist auch nur ein Fahrzeug drauf. Ist aber schon eine Motorkutsche. Oder eine Dampfkutsche. Tja. Zwei sind da drin. Wo ist das? Hier, bei Kettmers Mühle. Kriegt er denn hier welche wenigstens mit jetzt? Ja, da kriegt er 3 mit. Aber sonst steht hier natürlich auch niemand, ne? Da nicht und da auch nicht. Ist das hier ein Fahrzeugdepot? Tatsächlich, ne? Ah, wir können da hinten, ja, weiß ich nicht. Kostet das laufende Kosten? Ich weiß es jetzt gar nicht. Erweitern, ne? Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Ja, das wissen wir. Wir müssen aber erst ein bisschen Geld haben, dass wir da was weitermachen können, denke ich. Werden wir, wenn wir dieses Fahrzeug hier, was jetzt hier im Örtchen rumfährt, ne? Ist es das? Ne, das ist jetzt das, was da auf die lange Strecke fährt. Das hat jetzt 1999 Miese, ne? Und der hat 2300 Miese. Habe ich den? Den habe ich schon angeklickt. Wo ist denn der andere jetzt am Fahren? Sehe ihn gerade nicht. Der müsste hier rechts irgendwo rumschwirren, oder? Na, wo ist er denn? Mir war, als ob ich ihn gerade gehört hätte. Komisch. Ich sehe ihn gerade nicht. Warnweg verlassen Industrie. Die geht bald kaputt in Gladbeck, aber das ist, glaube ich, nicht in unserer Ecke hier, ne? Da ist er doch. Den suche ich doch. Ja, der hat 5 geladen, ne? Aber 2500 Miese. Okay, er fährt wieder mit 4 weiter jetzt. Und wie viel stehen hier? Einer und da jetzt? 2, okay. Und er hat 4 geladen, aber hier ist eine Verluststrecke, definitiv. Er fährt natürlich nur 17 km/h, ne? Wie ist denn der Zustand von dem Ding? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Details, ne? Unterhalt normal. Wo ist denn hier der Zustand zu sehen? Ah, da oben, der ist sogar noch gut. Ja, da müssen wir fahren lassen, ne? Wir haben ja ein Fahrzeug, was ja schneller ist, ne? Und das müsste man dann eher hier austauschen, ne? Und wie viel ist hier? Da ist auch der Zustand gut. Auch ein guter Zustand. Das war Linie 2, der war auch okay. Der ist auch gut, der Zustand. Bringt also nichts, die auszutauschen zurzeit. Ne. Jetzt können wir höchstens noch die gelben gleich angucken.
Die sind alle gut. Die Gelben fahren nämlich hier weiter, ne? Obwohl, da sind 6 Leute, die abgeholt werden könnten. Hier sind einfach zu wenig vielleicht auch drauf, oder? Wie sieht's denn mit dem aus? Der Schuhstand ist schlecht und dahinter ist ein anderes Fahrzeug. Überholt er den? Das ist meine Frage, ne? Wahrscheinlich ist die Differenz nicht groß genug, oder? Also der fährt hier 17, ne? Ja, und der kann 25, ne? Ja, den kann ich jetzt nicht anklicken. Doch, da ist er. Fährt 20 km/h. Okay, das sind nur 3 km/h Unterschied. Ich dachte, der wäre schneller, oder? Höchstgeschwindigkeit. Okay, dann bringt das nichts. Dann mit 3 km/h wird er nicht überholen. Der braucht ja ewig dann dazu. Dann ist das nicht das Richtige. Oh, aber hier stehen 41 Via Blumenstraße. Was heißt denn Via Blumenstraße? Via Birkenstraße, Via Blumenstraße. Okay. Ach, das ist, weil das zweiseitig ist. Wo ist denn Blumenstraße? Ist Blumenstraße hier? Mozartstraße? Blumenstraße. Und wie viel wollen wir hin? Oh, da wollen 9 hin. Das heißt, man müsste jetzt mit den Fahrzeugen hier mal ein bisschen was machen, ne? Vielleicht sollten wir die Linie mal aufteilen. Weil die sind ja voll besetzt. Und da ist auch eine Kutsche dran, ne? Die ist auch voll besetzt. Ich glaube, wir sollten hier die Linie teilen. Ah, Linie 9. Was bringt die uns denn hier so? Ja, die macht hier jetzt na, gerade plus. Der Zustand ist doch bestimmt schon schlecht, oder? Ja, sehr schlecht. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug austauschen. Können wir uns auch leisten. Der fährt 20 und der fährt 17. Der unten fährt Fracht. Komm, den tauschen wir jetzt aus. Die Kutsche ist weg. Ja, der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Einer ist hier noch schlecht, aber die anderen sind schon hier sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Ich traue mich jetzt gerade nicht, die Linie zu zerpflücken, oder? Oder machen wir es doch? Weiß nicht. Hier sind, wir stehen jetzt hier 20, ne? Kann man definitiv ja auch noch einen draufsetzen, wenn, ne? Lass uns mal ins Depot gehen. Fahrzeug kaufen. Das machen wir. Kaufen das. Und weisen das zu. Neue Linie machen wir da. Und der fährt dann von Hallendorf nach hier. Und dann passt's, oder? So, ach so, wir sollten vielleicht die Linien anlassen. Dann sehen wir, also diese Linie ist bestimmt, diese hier ist bestimmt doppelt so lang wie die, oder? Da müssen wir dann überlegen, dass wir die Linie vielleicht verändern, die neuen. Linie verwalten. Blumenstraße ist da oben. Die löschen wir jetzt mal raus. Bachstraße, Birkenstraße, Bachstraße. Dann können wir die Bachstraße auch rausmachen. Okay, dann haben wir das soweit richtig. Da stehen jetzt 55, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt auf Linie 13 dann tatsächlich doch noch ein paar Leute drauf machen, noch ein Fahrzeug drauf machen. Ich glaube, das ist zu wenig. Dann gehen wir hier nochmal hin. Fahrzeug kaufen. Dieses hier kaufen wir. Und auf Linie 13 gesetzt. Passt, dann haben wir da 2 am Fahren. Das muss dann aber reichen erstmal. Gut, die anderen sind dann ein bisschen mehr unterwegs. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Zubringen von mehr Fahrzeugen. Müssen wir mal gucken, weiß ich auch nicht. So, wie sieht's denn hier so aus? Hm?
Die Linie 4 hat 66 Fahrgäste und hier unten zu 63 Fahrgäste. Das ist gleich in grün. Da müssten wir einen Zug austauschen. Aber das ist zu teuer. Das kommen wir nicht hin. Wir sind allerdings ganz gut mit den Zahlen gerade hier. Oh, jetzt gibt es ein Schiff. Die Klondike. Ja, das hatten wir ja auch vor, ne? Aber 1 Million, das brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja, ich glaube, das kann ich nur im Depot sehen, was es da für Schiffe gibt. Und wir haben keins. Ja, das ist jetzt hier der Scherz mit dem Dingens, ne? Mit der Pferdekutsche da vorne, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Unser Fahrzeug kann nicht schneller fahren, weil es das nicht überholt. Müssen wir dann hier mal gerade vielleicht gucken, dass wir hier zweispurig machen oder sowas, ha? Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Zweispurige Landstraße. Wie kann ich denn upgraden? Aufrüsten. Oh oh. Steigung zu groß. Kann ich noch nicht mal aufrüsten. Das Stück kostet dann so viel. Wow. Guck mal, wenn ich das Stück aufrüste, kostet mich 120.000. Aber das ist mir zu groß. Neue Industrie wurde gegründet. Gießenhorst. Was ist denn Gießenhorst? Das hier lassen wir sein, das hat keinen Sinn. Der hat die Karte gedreht. Ich glaube ja, ne, oder? Gießenhorst ist zu weit weg. Was hat denn der für Lieferanten? Binnen. Gießenhorst. Aber da gibt es auch gar keine Linie hier dazu. Die müsste man auch erst wieder bauen. Oder der fährt über einen riesen Pudding, ne? Na, das bringt auch nichts. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist, macht keinen Sinn auf dem anderen Ende. Gut. Ist nur die Frage, was wir jetzt gerade machen. 152.000 plus. Zug können wir uns nicht leisten. Das würde bedeuten, wir müssen erstmal andere Fahrzeuge uns leisten. Möckern anschließen vielleicht. Gibt es hier noch einen anderen Ort, den wir anschließen sollten? Kettmar haben wir, Bofzen haben wir. Ja, das bedeutet eigentlich, Möckern ist jetzt hier der einzigste Ort, der noch nicht angeschlossen ist, oder? Zeig mal hier mit einer Bushaltestelle. Gebäude, Bushaltestelle. Okay, da kann man natürlich nicht alles abschließen, anschließen mit. Ich denke mal, wir machen die dahin. Und dann machen wir hier noch eine hin, ne? Passt schon. Gut. Dann können wir das schließen, weil es hier reicht. Holen uns ein Fahrzeug. Einen von diesen hier, Landauer. Geld haben wir, können wir uns also leisten. Und machen eine neue Linie auf. Die hier endet. Und dann nach da drüben geht. Nach da und dann nach da. Ich hoffe, der fährt so rum. Und dann fährt er da zurück über den Berg. Und kommt dann hier hin und dreht hier, ne? Jo. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das Fahrzeug ist, oder? Linie 14. Und das ist das Fahrzeug. Der ist jetzt da unten erst, ne? Ja, genau so ist es. Er freut sich auch an so einer Kutsche, die vor ihm herfährt mit 20 km/h. Okay, das geht, aber ärgerlich ist, wenn die gleich die Steigung nicht hochkommt, dann kommt auch unser Fahrzeug nicht weiter voran, ne? Das ist das Doofe daran. So.
28.000 ist das Geld, das ist knapp, aber es ist noch einmal im Plus und eine ganze Weile schon im Plus, sag ich mal, ne? Der kommt da an, wo ist der andere? Der kommt gerade hier an. Hallendorf. Ja, Zeit bis zur Schließung. Abnehmer. Leitzkauer Bäckerei ist da. Ich kann mir das nicht leisten, oder? Das kostet ja jetzt eine Haltestelle, ne? LKW-Station hier kostet so viel. Hm. 90.000. Ja, hätten wir jetzt gerade, ne? Nee, das funktioniert nicht. Das lassen wir mal schön. Das wird zu teuer. Hier, das Städtchen ist schon am Wachsen, ne? Einkaufsmöglichkeiten sind da. Pelling hat 278 Bewohner, 279 Einkaufsmöglichkeiten und 277 Arbeitsplätze. Das ist plus 20% die Einwohnerzahl. Oh, 7 neue Fahrzeuge. Ich dachte, das wäre ein U-Boot, aber das ist wohl doch nicht so, ne? Eine Lok, ein Dreiachser, ein Kesselwagen, gedeckter Güterwagen, Rungenwagen und offener Güterwagen. Der Dreiachser, oh, guck mal die Zahlen da drunter an. Da brauchst du ja gar nichts vorstellen, was wir da für Kosten haben. Also ich weiß nicht, wo wir das viele Geld herkriegen sollen. Das können wir ja nur kriegen, indem wir jetzt hier so Tausende von Fahrzeugen hier einsetzen, oder? Transport 4% nur. Und das funktioniert ja dann nur so, oder? 40.000 kaufen wir jetzt. Und setzen den auf Linie blau. Hier ist denn die blaue? Ne, die rote brauchen wir, okay. Das war die Linie 12, gut. Dann fährt er jetzt auf Linie 12, ne? Oh. Weißt du was? Jetzt mal anhalten, damit ich den anklicken kann und dann weiter Vollgas. Also Gas macht er schon mal ohne Ende, ne? Fährt der Holz holen? Ist das da hinten Holz? Weiß ich gar nicht. Oder ist es nur die erste Anzeige? Es war doch Eisenerz oder sowas, ne? Der fährt auf jeden Fall 25. Wenn jetzt hier eine 20er Kutsche ist, ist dann die Frage, ob er die überholt. Das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht ist die Differenzgeschwindigkeit jetzt so hoch, dass er das tun würde. Volle Pulle fahren wir. Das ist ja schon mal hier eine Kutsche da, ne? Und die fährt ja nicht so schnell, glaube ich. Die fährt 20. Und wir fahren ja hier mit 25, da bin ich gespannt. Ja, Eisenerz, das war nur der erste Anzeige. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er das schafft. Die anderen einzuholen. Das wird er einholen, ist ja kein Problem. Aber überholen ist dann die Frage, ne? Und wahrscheinlich macht er das gar nicht, weil das im Spiel nicht vorgesehen ist, dass man überholt. Warum wurde er da jetzt langsamer? Die Straße ist asphaltiert, oder? Müsste ja eigentlich besser sogar sein, ne? 25 steht da aber noch. So, jetzt haben wir so eine Kutsche vor uns, ne? Obwohl die relativ zügig fährt, aber wir fahren schneller. Und eine Straßenbahn erneuert für 255.000. Respekt. Ist die Kutsche abgebogen? Ich habe jetzt da oben hingeguckt, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hm, aber da jetzt kommt gleich die Steigung, dann sehen wir erstmal, wie schnell der da hochfährt. Und da ist eine Kutsche im Weg. Und die wird er nicht überholen, gehe ich von aus. Er bleibt dahinter hängen.
Kannst du doch vergessen, oder? Das wird doch dann nichts. Hier ist jetzt wohl eine Steigung. Die Förderer werden noch langsamer. Er könnte, macht's aber nicht. Oh Mann, ey. Das ist ein bisschen doof, ne? Also eigentlich ist es jetzt angesagt, hier dann zum Überholen was straßentechnisch zu bauen, oder? Zweispurig, Tramgleis, nein. Also doch, ist richtig so. Kostet uns 176. Und dann sagt er noch, die Steigung ist zu groß. Wie haben wir denn die andere Straße dann hier bauen können? Ne? Wie konnten wir die andere Straße bauen? So, das würde bedeuten, wir müssen sie hier so machen, dass wir die anders bauen. Und die kostet zu viel. Kann sie gleich sein lassen. Also hier sowieso schäbe ich mit dem Bahnübergang, ne? Das ist dann echt die Überlegung zu sagen, ja, komm, wir machen hier rüber. Und baue das erstmal so. Und dann bauen wir die Straße von da nach da für 18.000. Und dann bauen wir die Straße von da nach da für 28.000, wenn es denn geht. Steigung zu groß. Okay, dann machen wir das nicht. Kostet zu viel jetzt gerade. Ah. 30.000 kostet der Spaß dann da. Und was ist, wenn ich das so mache? Steigung zu groß. Nochmal das nehmen. 60.000. Ich habe keine Ahnung, warum das so komisch aussieht. Das kostet so viel Geld, ne? Aber du, da unten sieht man ja, was die da schon machen, ne? Gladbeck Bauernhof ist neu, okay. Gibt es hier denn ein Tool, was vielleicht besser ist? Ach, hier gibt es auch ein Kurventool. Warte, man macht das mal weg dann. Okay, vielleicht so. Komm, machen wir jetzt. Und jetzt reißen wir das hier weg. Bulldozer. Jetzt müssen wir nur einen Moment abwarten, wo es passend ist, wa? So, jetzt können die nur noch da lang fahren. Ach, kostet auch ganz schön Asche, das abzureißen. Naja, jetzt haben wir es gerade, ne? Ja, vielleicht hätte man eine Einbahnstraße rausmachen müssen. Wo will der denn lang? Okay. Und der?
So, jetzt sieht das ein bisschen besser aus, ne? Ach, jetzt gibt's hier schon neue moderne Autos. Das sind gar nicht unsere Fahrzeuge. Hier ist vierspurig, ihr könnt überholen. Oder macht ihr das auch nicht? Das wäre jetzt der Hammer, oder? Alter, das ist vierspurig. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ja, das ist mir klar, aber warum machen die hier sowas? Warum habe ich eine vierspurige Straße gebaut, wo nicht überholt wird? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Hallo? Was ist mit dem Spiel los? Habe ich irgendwas verpasst? Werkzeuge. Tramgleistool. Spielereigentum-Tool. Straßen mit Spielereigentum aufrüsten, automatische Änderungen zu regulieren. Wegpunkte. Geht nur links und rechts, aber nicht in der Mitte, oder was? Ja, also wer da eine Ahnung von hat, ne, wie man das hier geregelt kriegt, dass die da nicht so fahren, sondern zweimal überholen würden, das wäre richtig cool. Wer da eine Idee hat, möge das doch bitte in die Kommentare schreiben. Ich sag mal, wir machen erst hier einen Cut, ist sowieso schon ganz lange. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!